Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man Nudeln macht, und zwar in Form von Farfalle. Das sind Nudeln in Form von Schmetterlinge. Dann haben wir nach diesem Video schöne Schmetterlinge im Magen. Machen einen schönen Teig. Auf 100 Gramm Mehl kommt immer ein Ei. Je nachdem, wie groß das Ei ist, müssen wir entweder etwas Mehl dazugeben, wenn es zu feucht ist, und wenn es zu trocken ist, befeuchten wir unsere Hände und arbeiten das schön durch. Je länger wir das kneten, desto besser wird der Teig, wird er schon glatt. Dann fangen wir an, machen den Teig und formen das Ganze zu schönen Schmetterlingen. Für unseren Nudelteig habe ich hier 300 Gramm Mehl, und pro 100 Gramm Mehl brauche ich jeweils ein Ei. Also brauche ich ungefähr 3 Eier, und dann brauchen wir noch etwas Salz. Beim Kneten werden wir dann feststellen, ob wir etwas Mehl nachgeben müssen, weil es zu feucht ist, oder ob wir etwas Wasser nachgeben müssen, weil es zu trocken ist. Dann nehmen wir mal die Eier auf die Seite. Dann schütte ich mein Mehl auf die Arbeitsfläche und so mit der Schüssel. Mache hier eine schöne Mulde rein. Dann schlage ich meine Eier auf. Gebe ich etwas Salz hinein, sprieße, nehme meine Gabel, steche die Eidotter auf, vermische das etwas. Und jetzt arbeite ich mich langsam von innen nach außen und achte darauf, dass mein Ei nicht wegfließt. Kann ich mit den Händen das Ganze zu einem Teig sammeln. Etwas Wasser muss ich nachgeben. Kleinen Schluck noch. Habe ich einen Teig, knete ihn jetzt schön, bis er schön geschmeidig ist. Das Ganze knete ich schon so seine 8 bis 10 Minuten. Je länger wir den Teig jetzt kneten, desto glatter wird auch die Oberfläche. Dann haben wir hier so einen schönen Teig. Drücken wir mal drauf. Dann ploppt er auch wieder zurück. Dann rollen wir mal diesen Teig zu einer Kugel. Dann haben wir einen schönen Nudelteig, der auch schön zurückploppt. Dieser Teig wurde jetzt schön lang geknetet. Jetzt muss er ein bisschen ruhen. Deshalb wickeln wir das Ganze in Frischhaltefolie ein. So eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nach einer halben Stunde nehme ich meinen Teig aus dem Kühlschrank, wickel das Ganze aus. Der ist jetzt schon weicher als vorhin. Und dann unterteile ich das. Die anderen 3 Portionen lege ich auf die Seite und wickel die nochmal in Frischhaltefolie ein, damit sie nicht austrocknen. Dann nehme ich etwas Mehl und das, ein bisschen Mehl, breite das etwas rechtförmig aus. So, nimm mein Nudelholz und rolle das jetzt etwas aus. Und damit es auch schön rechteckförmig wird, falte ich das so rechteckförmig, drücke das hier mal so fest, verwende das, rolle das hier schön aus. Denn je rechtförmiger das ist, desto besser zum Schneiden. Falte ich das nochmal. So, ein bisschen drücken, festdrücken hier. Jetzt rollen wir das so dünn wie möglich aus, bis wir unsere Hand durchsehen können. Und wenn es jetzt einem zu schwer kommt, das ausrollen, kann ich ein Küchentuch nehmen, das kurz abdecken und ein bisschen warten. Danach lässt sich das Ganze viel einfacher ausrollen. Schön. Die sind gut. Dann haben wir schön dünne Nudel. Kann man das sehen? So, dann haben wir ein sehr dünnes Nudelteigchen. Müssen wir das in Rechtecke schneiden, in kleine Rechtecke, ungefähr 4x2 cm. So, danach falten wir das so.
schneiden das in 2 bis 2,5 cm breite Streifen. Streifen das aus, legen die 4 wieder aufeinander und schneiden 4 cm breite Streifen raus. So, jetzt haben wir hier unsere Nudelrechtecke. Jetzt müssen wir das in Schmetterlinge formen. Natürlich würde es besser ausschauen, hätten wir so gezackte Ränder. Und danach nehmen wir dieses Teil, falten das in die Mitte nach unten, drücken das hier fest und schon hast du deine Farfalle. Und dann haben wir hier unsere Nudeln, etwas Mehl drauf, damit sie nicht aneinander kleben bleiben. Jetzt können wir die etwas trocknen lassen und danach in den Gefrierbeutel packen und sie einfrieren. Oder wir kochen die jetzt dann schön in heißem Wasser. Dann kann man darauf die gemischte Soße geben oder das Ganze in die gemischte Soße geben. Und dann haben wir schöne Schmetterlinge im Bauch. Für eine schnelle Soße nehmen wir uns eine Pfanne. Etwas Öl, Butter, erhitzen die Pfanne, bringen die Butter zu schmelzen, geben hinein eine kleine gehackte Knoblauchzehe, so braten das schön an. Wenn die Küche jetzt schön nach Knoblauch riecht, gebe ich noch einen Esslöffel Tomatenmark rein. So schön vermischen, Tomatenmark etwas anbraten. So, jetzt wird sich das etwas, nicht zu salzig. Da Tomatenmark relativ salzig ist, ein bisschen Salz, etwas Pfeffer, Paprikapulver, etwas Chili, wer möchte, schön das umrühren. So, etwas Wasser rein, sollte nicht zu flüssig sein, schön dickflüssig. So, dann ist die Soße fertig. Wenn wir genug Wasser haben, das kocht, gebe etwas Salz rein, etwas Nudeln, frische Nudeln dauern nicht lang zu kochen. So, bevor wir die Nudeln aus dem Topf nehmen, testen wir mal eins und schauen, ob es schon durch ist. Kann ich das Ganze absieben. Dann unsere Nudeln, geben etwas Joghurt drauf, dann von unserer Tomatensauce. Minze. Üff. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's mit diesem Video. Zu den Nudeln habe ich eine einfache, schnelle türkische Soße gemacht, einfach aus Tomatenmark und so. Das war's dann mit diesem Video. Die Nudeln sind geworden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.